Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, ein hochspannungsgeladenes Horoskop, aufregend, interessant, dramatisch und für uns in weiterer Folge dann auch tragisch, wenn wir nicht so klug gewesen wären, uns vorzubereiten. Ja, also Vorbereitung ist nicht nötig aufgrund meiner kompetenten Politik. Ich empfehle auch die Absenkung der Raumtemperaturen. Ja, die Raumtemperaturen sind auch in den USA schön abgesenkt worden. Minus 39 Grad, Katastrophenfall ausgerufen, Millionen Menschen ohne Heizung. Naja, da kann man nur sagen, hey Greta Thunfisch, wie die Hopsasa, wie die Tralala. Naja, die 666 Klimademonstrationen haben gewirkt. Die, wie habe ich mal gesagt, Komsomolska, ja, Klimadiotika, hat es wirklich geschafft, mit ihren beeindruckenden Aufmärschen die Temperaturen zu senken. Die Europäische Union, 1.000 Milliarden Euro, werden wirklich nur widmungswidrig. Also hier wird kein müder Euro verschludert oder fließt in unklare Kanäle, weil wir wissen ja, hier kommt jeder Cent ans Ziel. Hier wird alles nur wirklich ehrlich und anständig, wie die gesamte Klimabewegung ist, nur in die CO2-Bekämpfung investiert. Es werden auch Hightech-CO2-Fangnetze, ja, also wie man früher mit Schmetterlingen sozusagen mit dem Netz gejagt hat, gibt es heute schon spezielle CO2-Einfangnetze. Der Rest der Luft entweicht, aber nur das CO2 bleibt in diesem Netz gefangen. Es ist eine absolute Innovation, ja. Top-Secret-Projekte kostet natürlich entsprechend Milliarden und die Kompetenz für die Ausübung solcher hochverantwortlichen Berufe, die kann man nur in Hände von jenen Personen legen, die ein verwandtschaftliches Naheverhältnis zu Spitzenfunktionären haben, weil die eben mit der Materie vertraut sind. Das können wir kleinen Idioten bitte, so ein CO2-Einfangnetz, da braucht man, das muss man in den Genen haben. Also man muss sozusagen mit den Funktionären blutsverwandt sein, also wer hier jetzt Protektion oder Korruption vermutet, weit gefehlt, die 100 Milliarden werden wirklich anständig und ehrlich eingesetzt und das finde ich auch das Großartige. Das freut auch die Wirtschaft. Die Wirtschaft freut das ebenfalls und wir haben daher auch den Pluto als Nebenherrscher des Aszendenten im dritten Haus. Ganz so, als wollte uns das Horoskop sagen, seht her, wie unglaublich wichtig jetzt die Wirtschaft ist. Und der Pluto im Steinbock steht für Grausamkeit, Härte, Entbehrungen, Schwierigkeiten, wie auch die Spitze, drittes Haus im Steinbock, sehr beeindruckend zum Vorschein bringt, uns das leicht erkennen lässt. Also wie gesagt, schwieriges Horoskop. Und die Sonne Mondquadratur weist auch auf das Ausland hin, das ferne Ausland, mit dem es offensichtlich große Spannungen gibt. Ja? Also das heißt, die Geschichte mit unserem Kinder-Joe, der große Philanthrop, der Mann, der beliebter war als John F. Kennedy, der beliebter war als Barack Obama, also sozusagen ein Charismat, ein stiller, bescheidener, unglaublich zurückhaltender Mensch, der so wahnsinnig beliebt ist, ja? Da gibt es Schwierigkeiten. Das ist verwunderlich. Naja, einen Teil muss ich noch machen, weil ich wollte noch eine Information über diese Halbsumme sagen. Ende.